sagen, lässt sich erkennen, wie wenig Verständnis und Willen zur Unterstützung und Solidarität seitens European Neighbors, deren Kooperationspartnerinnen und deren Unterstützerinnen besteht. Stefan Benedikt und Barbara Tiefenbacher, Zeitgeschichte-Institut der Universität Graz, sind der Ansicht, dass mit diesem Projekt eine neue koloniale Politik gefordert wird, in der erwähnten Politik wird von rassenanthropologischen Festschreibungen ausgegangen. Folglich wird in dem Konzept zum Projekt davon ausgegangen, dass Zigeunerinnen weniger intelligent sind als die weiße Europäerinnen und Zigeunerinnen seien eher biologisch minderwertig. Auf Basis dessen wird das Konzept zum Projekt damit, dass diese Ausbildung den Robbern zuzumuten sei, auch in geistigen Hinsicht. Ist allein schon der Name Georg Nuglau Romanes zu lesen als Neuauflage der Zigeunerschnitzel. Wir finden, dass die Namensgebung eine rassistische Kontinuität der weißen europäischen Kolonialverhändler ihnen ist. Aus postkolonialer Perspektive darf Kolonialismus nicht ausschließend als abgeschlossene Zeitepoche gesehen werden, was aber in Deutschwissen Geschichtsverhältnis so dargestellt wird. Konzept werden rassistische Stereotypen, Klischees reproduziert und eine koloniale Politik ist eine anhaltende Kontinuität. Wir kritisieren sehr stark, dass sich für dieses ausbeuterische und diskriminierende Projekt Roma-Repräsentantinnen die Macht haben, wie eben erwähnt Professor Sarkozy, aber auch Dr. Diplom-Ingenieur Jan Hero von ERIO, European Roma Information Office, instrumentalisieren haben lassen. Da es ein europäisches Modellprojekt ist, beteiligen sich international außer Graz, Österreich noch folgende Städte: Berlin, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Kroatien und Rumänien. Schockiert sind wir auch über das Zustandekommen und die Durchführung des Projektes in Berlin-Neukölln. Obwohl wir in Berlin leben und aktiv und engagiert für die Rechte der Roma und gegen Antiromaismus agieren und auftreten, mussten wir eine große Eigeninitiative aufbringen, um an die Informationen über das schon begonnene Projekt zu erhalten. Dem Berliner Modellprojekt Roma Community wurde in den Räumlichkeiten der Südosteuropa Kultur e.V. das Projekt Bio-Knoblauch Romanes präsentiert. Und danach gab es keine öffentlichen Reaktionen. Der Verein Südost e.V. realisiert viele Projekte für Roma und wird dafür von dem Berliner Senat sehr gut finanziert. Gemeinsam mit Marika Schmid, Aktivistin, Macherin und bildende Künstlerin, wollen wir dazu aufrufen, dass dieses Projekt und die damit verbundene institutionelle und strukturelle Gewalt gegen Roma gestoppt wird.